Das hier ist der neue Diabloceratops. Oh, schon direkt einen Freund gefunden. Okay, das ging schnell. Den kann man auf jeden Fall im Horde-Testing anspielen. Und ich wollte den mal ausprobieren. Wo will der mich hauen? Oh, tatsächlich. Aua. Doch nicht mein Freund. Ich weiß noch gar nicht, wie der funktioniert, der Diabloceratops. Aua. Ist aber gemein von dem. Aber da kommen schon Freunde. Jawohl, jetzt kriegt er, was er verdient. Haut ihn weg. Richtig so. Ich habe direkt eine Familie gefunden. Es ging ja mal richtig schnell. Und die mich auch direkt beschützt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich gerade stehen geblieben war. Ich wurde halt voll unterbrochen. Auf jeden Fall kann man den Diabloceratops im Horde-Testing anspielen. Und das wollte ich jetzt mal machen. Weil es wurde sich sehr häufig The Isle von euch gewünscht. Und so ein neuer Dino ist natürlich cool. Das macht dann sehr viel Spaß, das auszuprobieren. Ich weiß halt nicht, was der kann. Also wie man mit dem kämpft und so. Das muss ich alles testen. Muss ich auch noch schnell was abkriegen, bevor alles aufgegessen ist. Sind leider, glaube ich, auch... Ja, die Dots, die haben wir leider schon. Wir wandern jetzt auf jeden Fall erstmal Richtung Wasser. Ich habe halt gerade gar keine Ahnung, wo wir sind. Ich folge halt einfach blind. Okay, ich glaube, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Vielleicht wissen die doch nicht, wo es lang geht. Hier liegt auf jeden Fall die Stego-Leiche von vorhin. Warum wird es jetzt auch noch dunkel? Und es fängt an zu regnen. Ich muss auf jeden Fall versuchen, nah bei den Großen zu bleiben. Ansonsten bin ich verloren. Aber wenn jetzt Raptoren kommen, die nehmen auf jeden Fall mich als Opfer. Ich bin halt am leichtesten zu töten. Der Kleinste und dann noch angeschlagen. So, jetzt schnell trinken. Ich stelle mich in die Mitte. Oh Gott, ich habe echt Angst. Oh, guck mal, noch ein ganz kleiner. Ja, wir sind schon krass gewachsen, ne? Der kleine Markus. Oh, was süß. Es wird langsam auch wieder Tag, zum Glück. Oh, der ist ja niedlich. Okano, schreiben die in den Chat. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall wachsam sein. Ich bin übrigens erst bei 23%. Auch wenn ich schon relativ groß aussehe. Dauert, glaube ich, echt lange, mit dem ganz auszuwachsen. Mit STRG kann ich jetzt in diesen Sparring-Modus gehen. Ich würde das jetzt gerne mal testen. Ich weiß nicht, ob meine Mates mitmachen. Und da kann man halt dann so ein bisschen sich hin und her schieben. Ich weiß gar nicht, was das genau bringt. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob man dann schneller wächst oder sowas. Muss ja irgendeinen Vorteil haben. Guck mal, jetzt kann ich ihn nämlich wegschieben. Na, sehr gut, das hat geklappt. Oh, jetzt werde ich weggeschoben. So richtig habe ich es noch nicht verstanden. Jetzt kommen ganz viele kleine Babys dazu. Aber wir sind, glaube ich, gerade auch mitten beim Spawnpunkt. Ach, da kommen noch mehr. Hier können wir eine kleine Armee rekrutieren. Ach, die kleinen Sparren auch. Wie witzig. Los, Zusel, du schaffst es. Die sind ja süß. Es ist aber so eine süße Wanderung hier mit den ganzen Kleinen.
Das ist schon echt cool. Hatte ich, glaube ich, lange nicht mehr so eine große Pflanzenfresserherde. Oder vorne sind sogar noch mehr. Was tatsächlich sehr cool ist bei dem Diablo Ceratops, ist, dass der im Rennen sich um 180 Grad direkt drehen kann. Da kann man seine Feinde auf jeden Fall gut mit überraschen. Wenn man sich dann so plötzlich dreht und zuhaut. Ah, in dem Käfig eingesperrt. Es ist mittlerweile wieder Nacht und wir sind bei so einer Menschenstation angekommen. Kano greift an. Aus dem Nichts, ey. Aber dem Kleinen ist, glaube ich, nichts passiert. Den müssen wir holen. Ah, fast erwischt. Das sind zwei Kanos, okay. Versuche auf jeden Fall an dem einen dran zu bleiben. Dass der sich nicht recovern kann. Na, der trinkt gerade. Ich habe ihn nochmal umgenockt. Okay, wir haben ihn gut getroffen. Direkt vor uns ist er. Er rennt leider weg. Hier ist der andere. Komm her. Ja, haust du ab, ne, Schisser. Ah, fast erwischt. Ja, die Sounds sind leider ein bisschen buggy. Wir müssen aufpassen, dass sie hier nicht an die Kleinen rankommen. Ah, so ein Mist, ey. Ich komme nicht ran. Ja, sehr schön. Der wurde umgenockt. Den haben wir gut in die Mangel genommen. Einfach ohne Soundeffekte. Ist auch noch das übelste Unwetter. Oh mein Gott. Mein Game ist gecrashed. Das kann nicht sein. In so einem Moment. Oh, wir leben noch. Ah, meine Mates sind weg. Wo sind meine Mates? Oder haben die noch nicht geladen? Oh Gott. Ah, der Sturm ist jetzt vorbei. Das ist gut. Vielleicht kann ich mich dann nochmal umgucken. Also hier unten hatten wir gerade gefightet. Aber es ist irgendwie niemand mehr da. Aber da liegen auch keine Leichen oder so. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nee, ist absolut nichts zu sehen. Tja, was mache ich jetzt? Warte ich noch ein bisschen? Okay, ich habe meine Leute wiedergefunden. Okay, meine Mates leben und die Kanus sind wohl weg. Das ist sehr, sehr gut. Aber irgendwie sind wir nur noch zu dritt. Der Stego, Gonzo und ich. Also keine Ahnung. Wenn die Kanus jetzt nochmal angreifen, haben sie auf jeden Fall bessere Chancen. Oh ja, Suhlen. Da habe ich auch Bock zu. Schön im Schlamm suhlen. Das macht immer Spaß. Die anderen beiden suhlen sich auch. Jetzt sind wir schön eingematscht. Er steht halt einfach nur rum, ne? Greift ihn jetzt an.
Sehr gut, wir haben ihn. Der war zwar auch gerade AFK, aber bevor der wieder zur Gefahr wird. Pech gehabt. Am nächsten Tag ging es dann erstmal alleine weiter. Oh, hier ist ein Croc, glaube ich. Oh, habe ich mich erschreckt. Oh, das ist ein Stego. Oh, der will mich attackieren, oder? Oha. Wieso sind die so aggro? Und dann sie kommen. Ja, die wollen mich halt wirklich haben. Oh nein. Wie viele sind denn das? Natürlich muss es jetzt wieder total regnen, wo es Tag ist. Aber wir sind mittlerweile schon relativ groß. Ja, 71% ungefähr. Das ist schon gar nicht so schlecht. Oh, da vorne ist, glaube ich, irgendwas. Zwei Rehe, die kicke ich jetzt weg. Boah, aufgespießt. Schon echt brutal. Oh, der Regen hört auch endlich auf. Wie schön. Aber ich glaube, es wird gleich schon wieder Nacht. Das ist immer echt schlimm. Der Tag geht immer so schnell um und die Nacht kommt dann immer so lange vor. Obwohl es gar nicht so ist eigentlich. Sind, glaube ich, genau gleich lang. Oh, der Baum hat mich richtig erschreckt. Und fängt denn der so an, so zu wackeln? Ich dachte, ich werde jetzt angegriffen. Junge, ey. Oh, da ist ein Cerato. Ich habe die Mates gefunden, Gott sei Dank. Ja, der Cera verfolgt uns immer noch. Hast du davon? Ja, hau bloß ab. Oh, ist das schön, nicht mehr alleine zu sein. So ein gutes Gefühl. Oh, ist natürlich saugefährlich hier. Aber wir müssen jetzt in die nächste Migration Zone wandern. Es geht nicht anders. Ich habe leider nicht mehr so viel Ausdauer. Ach, da ist auch ein Stego. Ich glaube, der ist aber böse. Der verfolgt mich. Der will doch safe Stress, oder? Das ist schon wieder so ein fieser Stego. Ja, guck mal. Oh, die haben sogar ein Baby. Oh, jetzt habe ich deine Eltern getötet. Muss ich dich auch töten. I'm sorry. Aber da kann man einfach nicht widerstehen. Oh, Raptor. Oh, den habe ich erwischt. Und nochmal. Oh, wie er rumleckt. Oh, hier, die Pachis sind alle am Trinken da. Oh, die werden gesnackt. Das kleine, fiese Croc, ey.
Oh, die greifen mich an. Na, der rennt zum Wasser. Er soll einmal ins Wasser gehen. Ich hoffe, die Crocs holen sich den. Und da ist er weg. Ich habe leider schon wieder einen Soundbug. Der Server ist auch sehr buggy gerade und sehr laggy. Schwimmt was rüber. Ein Cerato, glaube ich. Da ist er. Boah, den haben wir weggeklatscht. Sehr gut. Und die Soundbugs gehen gleich wieder los. Ah, der schwimmt wieder rüber. Schade, schade. Was macht das, Croc? Echt sterben, oder? Oder ist es eine Falle? Boah, ich glaube, ich habe den Last Hit gemacht. Rip Croc. Na gut, aber das wollte sterben. Oh! Da ist ein Raptor. Ich weiß nicht mehr, wie man den abschüttelt. Und jetzt kommt, schlage ich nach hinten aus. Okay, der ist tot. Nur noch kleine Raptoren. Ich glaube, den kleinen habe ich auch erwischt. Und den habe ich auch erwischt. Ne, da ist der kleine noch. Oh, wie krass ich mich drehen kann, ne? Wie schüttel ich die denn nochmal ab? Mit Leertaste oder E? Der überlegt, an Land zu gehen. Tja, hast einen auf den Latz bekommen. Okay, ich habe den kleinen. Tja. Da war es nur noch einer. Ich kann ihn leider nicht abschütteln. Keine Ahnung mehr, wie das geht. Eigentlich stand im Internet eh gedrückt halten, aber das klappt irgendwie nicht. Das konnte man doch sonst immer, oder nicht? Haben die das verändert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Okay, sehr gut. Wir haben sie abgeschüttelt durch den Baum. Wir gehen in das Schlammbad einfach. Okay, wir haben ihn in dem Schlamm erwischt. Sehr gut. Damit hat er nicht gerechnet. Ja, wir sind umzingelt. Okay, den kleinen haben wir aufgespießt.
Und erwischt den Großen, das war gut. Oh nein, das ist ein Stego. Na, der Stego wird safe auf mich gehen. Wenn er mich sieht. Na, da kommt der Stego. Der wird safe mich zerhacken. Ja. Das war so klar. Okay, den kleinen Raptor haben wir aufgespießt. Lass ihn los, ich kann ihn leider nicht zerhacken. Er hat ihn die ganze Zeit auf dem Horn gehabt, deswegen konnte ich nicht zupieksen. Oh Mann, ey. Ich geh mal weiter. Na, da kommt der Große auch wieder. Warum muss denn der Stego jetzt den mithelfen, ey? Er lädt schon seine Keule auf. Ich weiß halt nicht, wie der neue Stego funktioniert, ehrlich gesagt. Kann er das ewig gedrückt halten, das Aufladen? Das sieht fast so aus, ne? Oh nein. Ja, wieso muss der Stego jetzt den Raptoren helfen? Das verstehe ich nicht. Ja, wow. Okay, ich bin umgenockt. Wenn ich gehe, dann gebe ich dir nochmal einen mit. Ja, okay. Ich hasse Stego-Spieler. Wirklich. In Zukunft werde ich jeden Stego töten. Auch wenn das so kleine sind, die dann auf süß tun. Damit sie einfach nicht solche Spieler werden. Ja, aber das soll es jetzt auch mit der Folge von The Isle gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich das im Horde-Testing nochmal spielen werde, weil ich hatte echt viele Game-Crashes, dann viele Sound-Bugs, viele andere Bugs. Ich glaube, ich werde warten halt, bis der richtige Patch rauskommt und dann werde ich nochmal eine Runde The Isle spielen. Ich würde mich sehr über ein Like von euch freuen und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr dann sehen wollt, wenn ich das nächste Mal The Isle spiele. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.